Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge sind wir auf Ishimura ein bisschen weitergekommen. Wir haben ein paar Leute getötet, ein paar Audiologs gefunden und ja, jetzt sind wir in dem Bereich, der nicht mehr von der ECS geklärt wurde. Wir haben die anscheinend ihre Arbeit niedergelegt. Ich weiß nicht, wie lange die Ishimura hier ist, aber ich weiß nicht, so alles abzukleben dauert ja auch seine Zeit, wa? Diese, hier aus diesen Dingern kamen damals diese riesigen Arme. Die sind sehr unangenehm. Oh, kommen wir jetzt in so einen schwerelosen Bereich? Wir haben gar keine Metallstiefel mehr, ne? Das heißt, wir lösen die Dinge jetzt anders. Wenn das hier wirklich einer ist. Oh, wir können speichern, wunderbar. Das ist immer schön, am Anfang der Folge immer speichern. Das wäre furchtbar, wenn wir innerhalb der Folge am Anfang sterben und dann irgendwo anders hinkommen. Oh ja, ich erinnere mich. Das ist die Zentrifuge. Damals war hier so ein riesiges Ding, was hin und her geschwebt ist. Oh, hier haben die schon abgeklebt. Okay. Was ist der Plan hier? Da hätten erstmal hingehen, oder wie? Das mache ich natürlich in Fliegen, weil es kann. Aber das... Ah, da genau, das Ding ist hin und her geballert. Das hat mich sogar einmal getötet. Das war sehr unschön, von so einem Ding zerschlagen zu werden. Offline. Okay. Wie repariere ich das? Ah, ich glaube, ich sehe schon ein bisschen, was ich machen muss. Hier sind solche Dinger. Und es fehlen ein paar. Habe ich hier welche? Was ist das hier denn zum Beispiel? Das sieht aus wie ein wichtiges Bauteil. Oh. Ah, okay, ich sehe, das ist ein Rätsel. Okay, das Ding geht da und hier hört es auf. Das heißt, da braucht es ein Verbindungsstück. Da hinten ist eins. Das ist natürlich zu weit weg. Normalerweise, wenn es in Dead Space Rätsel gibt, dann erklären die das so richtig genauso. Okay, jetzt gibt es ein Rätsel. Ah, da war schon was dran. Wo war das denn? Hier war das. Dann geht das weiter. Zu hier hin. Kann ich das rausnehmen? Das Ding ist am Leuchten. Das Ding will ich am liebsten rausnehmen. Oh, ich konnte es tatsächlich lösen. Okay, kann ich den darunter auch lösen? Nee. Aber welchen kann ich denn lösen? Achso, es gibt, glaube ich, vielleicht ein Bauteil, das genauso aussieht, dass es dann nach unten geht. Wenn ich nur wüsste, wo. Da unten ist nur eins. Ach, warum habe ich denn nicht unendlich Range damit? Oh ja, das geht nach unten. Ist das das Richtige? Ah, schauen wir mal. Ich würde sagen, eigentlich nein, oder? Haben wir denn hier noch ein Bauteil? Ich habe ja gerade am Anfang schon eins eingebaut. War das vielleicht Bockmist, was ich da eingebaut habe? Das eine, was wir eingebaut haben, leuchtet, glaube ich sogar. Das geht zur Seite. Okay, suchen wir weiter Bauteile, wa? Hier fliegen noch überall Helme rum. Da fliegt halt eins genau da in der Nähe rum. Das haben wir hier abgebaut. Dann leuchtet was, das ist aber kein Bauteil. Oh Gott, ich will mich ausrichten. Oh, da ist noch ein Bauteil. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Okay, nee, da unten ist das letzte, da brauchen wir noch keins. Da brauchen wir das eine, was wir da einbauen wollten. Fliegen wir mal alleine hin, dann können wir sprinten. So, das hier ist Müll. So. Finde ich cool, das Rätsel soweit. Vor allem, weil es nicht erklärt wird, sondern man muss einfach, ist ja auch sehr simpel. Man muss halt sehen, okay, jetzt ist Rätsel-Time und nicht Knopfdrück-Time. Ja, jetzt erzählen die mir das. Ja, ja, ich hab's verstanden, ich bin nur sehr langsam. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich lasse sie mal zu Ende reden. Okay, also wenn man zu lange rumrätselt, dann sagen die einen, was man machen muss. Aber ich bin ja schlau genug und bin selber direkt aufgekommen. Und landen. Hat sehr gut funktioniert, fand ich lustig. Zack. Und jetzt dreht sich wieder alles. Boah, das habe ich schon mal gemacht quasi, mit einem anderen Rätsel zwar. Ich glaube, das war kein Rätsel letztes Mal sogar. Jetzt geht's ab, oder?
Hey, es dreht sich doch noch gar nicht. Jetzt. Oh Gott, ey. Genau dieselbe Zentrifuge habe ich schon mal aktiviert, ey. Das sieht aber diesmal anders aus, tatsächlich. Okay, jetzt darf ich wieder gehen. Keine Gegner, okay. Damit darf ich da unten dann noch rumlaufen. So. Ich habe mich jetzt nicht so genau in diesen Raum umgeguckt. Hier sind, könnten vielleicht noch ein paar Secrets sein, aber was soll's. Ich will jetzt nicht unten von den Dingen erschlagen werden, während ich mich da umschaue. So, sehr gut. Das Kapitel ist echt ganz schön lang. Oh, natürlich. Classic. Oh! Das war ein Flashback! Oh, cool! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war ein Flashback. Damals ist es anscheinend auch passiert. Das erste Mal wahrscheinlich hier, oder? Cool. Ich bin ein großer Fan von Flashbacks. Oh ja, da ist es ja rausgekommen. Ja, gut. Ellie, die Zentrifuge ist online. Ja. Ich gehe jetzt zurück zur Bahnstation. Oh, ich habe Stress. Okay. Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Oh Gott, die koppelt dieses Ding dann davon ab. Und wir müssen das dann mit Hilfe der Zentrifuge hier irgendwie kalibrieren, dass sie da perfekt drauf fliegt. Auf die andere Bahn, die die mit dem übelsten Solarlaser gebrutzelt haben. Oh Gott, schon wieder. Oh, diesmal aber mit Feinden. Was macht der da? Der kommt da nicht rein. Jetzt aber, oder? Ich denke, der will dadurch durch die, oh Gott. Ja, da will er durch. Hey, jetzt auf der anderen Seite. Oh Gott. Oh Gott. Der hat es auch bekommen. Oh Gott. Oh Gott, diese Kinder, ne? Die sind sehr unangenehm. So einfach im Kreis laufen, ein paar Kinder abknallen. Okay, da ist das Slasher. Mach echt ganz schön viel Damage. Okay, ist noch ein Kotzer irgendwo. Alter. Ich glaube, das Brennen ist ganz schön gut für über Zeit-Damage. Oh Gott, noch einer von den Schwarzen, Alter. Noch einer von den Schwarzen. Oh, ein schwarzer Kotz. Oh, gut, dass er mich nicht getroffen hat, ey. Ich hasse das, von denen geslowt zu sein. Nein. Oh, er hat mich nicht getroffen. Ey, jetzt ist doch mittlerweile die Dekontamination ein bisschen unnötig. Ich hätte aus den Fenstern einfach klettern können. Ich hätte einfach aus den Fenstern raus können. Das wäre viel besser gewesen. So, ein bisschen schauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Blutmäßig. Nee. Gut, dass dieses nach Loot nachschauen noch gar nicht brutal ist. So. Isaac, Strauss macht mir langsam Sorgen. Oh ja. Ich würde nie. Aber Flohn, Daddy ist kein Mörder. Strauss, er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie können die Schritte nicht gebrauchen. Legen Sie den Schraubenzieher weg. Schritt 3. Oh Gott, was macht er? Scheiße. Oh wow. Das ist ja wirklich ein Scherz. Ich meine, wie oft ist mir das jetzt schon passiert, ey? Natürlich lebt er noch. Meine Güte, ey. Als wenn ich darauf reinfallen würde. Aber was mit Stross gerade los ist, ist mal wieder crazy. Er hat mal ein paar Anfälle. Bin ich Schraubenzieher. Ich hoffe, der hat Ellie jetzt nichts angetan aus Versehen oder so. Teddy ist kein Mörder. Hat er da mit seinem Sohn geredet? Waren das Flashbacks? Das wäre crazy. Ich frage mich, was die Geschichte mit von Stross ist. Wie genau er jetzt irgendwie vom Marker beeinflusst wurde und was seine früheren Jobs waren. Man weiß gar nichts über Stross. Man weiß nur, dass Stross ein verrückter Psychopath ist. Ende der Geschichte. Mehr weiß ich nicht über den. Gar nichts. Könnte sonst was in seinem Leben vorher gemacht haben.
Okay, ich höre crazy Sachen. Ich gehe mal kurz in meinen Shop. Ich weiß nicht, ob ich mir was kaufen will. Ich habe Geld, aber eigentlich spare ich auf den nächsten Anzug. Und habe ich auch ganz viel. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Bin zufrieden, ich speichere. So. Ja gut. Struss ist verrückt, so wie immer. Wir reparieren Sachen, so wie immer. Alles im Moment ist sehr gut. Aber was passiert da? Achso. Okay, der Plan war wahrscheinlich, dass, Alter, warum habe ich ihn nicht getötet bekommen? Und noch einer. Ich glaube, der Plan von dieser Falle da gerade war, dass dieser Schwarze auf mich zuläuft und die Viecher mitnimmt. Aber, oh Gott. Aber das sah erst so aus, als wenn diese kleinen Viecher ihn angreifen. Deshalb war ich super verwirrt. Oh, wir fahren mit dem Monorail. Dadurch, dass die Energie da ist, ist die Monorail jetzt auch da. Oh ja. Ey. Bei Monorail sind in Dead Space 1 nie Monster gewesen. Das können die doch nicht machen. Oh Gott, hallo. Lass mich bitte meine Monorail. Ah. Oh, guck mal, diese Dinger hier, das sind die zum Abkleben. Die haben mir bestimmt so viele von bestellt, ey. Das Unternehmen, die hergestellt hat, ey. Die haben gut investiert. Ja, geil. Von da unten kommen wir und jetzt können wir endlich wieder in die gute alte Monorail, wo das Kapitel sich damals immer geändert hat. Ich möchte da rein. Dankeschön. Oh, gute alte Monorail. Sun. Okay. Oh. Kein Ladebildschirm. Wir fahren einfach. Was? Oh, Scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktioniert. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsschleuder. Oh, wir gehen auf die Brücke. Gut, Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Oh Gott. Medizinischen Deck. Natürlich. Ah, natürlich gehen wir natürlich... Gehen wir eigentlich alles jetzt ab von Dead Space 1? Was soll das denn? Hey! Wer war das? Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben Ellies Leiche nie gefunden, wa? Das wäre jetzt der Shit, wenn wir die jetzt finden, irgendwie. Oh Gott, was soll das mit diesem Ding hier bedeuten? Dass das so angerollt kam. War das Ellie oder wie? Ellie, ich meine nicht Ellie, war das Nicole oder... Oh Gott. Natürlich sind wir jetzt auf der... Meine Frage war, ob wir jetzt... oh Gott, was haben die hier denn gemacht? Ah, die haben alles mit Infrarot gemacht. Damit man alles sehen kann. Oder Infrarot, nicht so wirklich dieses Licht... Ich weiß nicht, wie das heißt, damit man irgendwie Blut sehen kann oder sowas, was wir die bei den Krimis immer benutzen. Ich frage mich, ob wir jetzt wirklich einfach bei jeder Station aus Dead Space ankommen, also überall einfach. Wow! Das Projektil hat man voll gesehen. Ha. Krass, also anscheinend, es sieht so aus, ne? Medizinstation, Flight Deck waren wir, Maschinendeck waren wir. Zwar ein bisschen abgekürzt, ne? Normalerweise ist es ja ein bisschen mehr, ein paar Räume mehr noch. Aber ich denke, wir kommen jetzt wirklich überall einmal vorbei, ne? Hier mit Medizindeck haben wir doch auch damals den Dr. Mercer, hieß er, glaube ich. Mit denen haben wir hier die Sachen gemacht, dass er dieses eine Vieh, was Unsterbliches hatte. Oh, das ist sogar der Raum, wo wir das unsterbliche Vieh eingefroren haben. Hier sind wir jetzt rausgekommen. Das ist ein anderer Weg, wo wir rausgekommen sind. Wir kommen von der anderen Seite jetzt. Hab mich schon gewundert. Hier bei dieses... Oh Gott, machen die das... Sieht man das Ding hier, wo es eingefroren ist? Oder ist es jetzt aufgetaut worden? Oh, die ganzen Dinger sind weg. Haben die aufgetaut? Ich sehe das... Vieh noch? Warte, ich muss mal kurz was auschecken. Kann ich das aktivieren? Nee, kann ich nicht.
Nicht, dass ich hier dasselbe normal machen muss. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, hier drin. Okay, wir sollen einfach rausgehen. Aber die Tür ist abgeschlossen, die muss ich hacken. Okay. Oh Gott. Alter. Hier ist noch einer irgendwo. Von den Affen. Da. Oh Gott. Ich habe nichts mehr zum Heilen, ey. Scheiße. Die machen solche komischen Affengeräusche irgendwie. Ah, nicht wirklich Affen, aber... So. Doppelt heilen. Okay, nichts Unsterbliches. Die haben das unsterbliche Vieh anscheinend nicht wieder hier reingebracht. Da bin ich ja beruhigt. Hacken. Genau. So, das kann ich am besten. Ich bin Mechaniker. Mehr will ich gar nicht. Ich bin ja echt kein Soldat eigentlich, ne? Isaac ist eigentlich kein Soldat, aber das, was er am meisten macht, ist kämpfen in seinem Leben im Moment. Eigentlich ist er nur ein Mechaniker. Oh Gott. Was machst du denn jetzt hier noch? Okay, okay. Sehr gut. Was? Ach, der hat gekotzt. Ah, okay, okay. Noch mehr. Oh, normaler einfach nur. Wie er ohne Kopf versucht hat, mich irgendwie zu treffen. Warum sind so viele? Ich möchte auch nur weiter. Crazy, wie die hier überall das Neonlicht da hingeballert haben. Das ist das hier, oder? Kann ich leider nicht nehmen. Die haben auch diese Dinger hier hingeballert überall. Einfach nur, um irgendwie, keine Ahnung, Sachen zu lesen, die die da hingeschrieben haben. Auch speichern. Ich kann mich nicht mehr so viel... Also normalerweise geht man den Weg hier andersrum. Deshalb ist es ein bisschen seltsam für mich, so lang zu gehen. Oh ja! Hier war das Labor, wo man das erste Mal diesen Unsterblichen gefightet hat. Hier sollte man nicht ausrutschen. Bettfloor. Ich muss da sogar rein. Aber hier kann ich noch ein bisschen Munition abholen. Alter Schwede. Ach ja, ich erinnere mich, das war ein richtig krasser Raum. Dead Space 1 war da, also richtig krasser, richtig krass alles voller Blut. Das Video. Nett. Oh Mann, nein, Nicole. Das Video habe ich schon ein oder zwei Mal geschaut. Langweilt mich. Ja, nun der Marker, so ein kleines Ding. Oh Gott, sie tötet sich. Ey. Ja, aber warum machst du das denn? Warum tötest du dich selber? Versuch doch zu überleben. Und jetzt verfolgst du mich. Oh. Das war nicht im Video. Das ganze Video spielen hier nochmal ab, wie sie sich sogar umbringt. Auf drei Bildschirmen gleichzeitig. Sie hat sich aber die Spritze gegeben, ey. Das ist so unfair. Warum nimmt sie den leichten Weg raus? Oh Mann. Der arme Isaac. Und er konnte... Er hat sie zwar ein bisschen... What the fuck? Alter! Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Ich wollte eigentlich weitergehen. Ach, das ist so mies. Ich meine, die wirft uns halt vor, dass wir sie hier so hin gezwungen haben, also so ein bisschen dazu gedrängt haben, so, ey, komm, du wirst es. Du wirst diese Chance nie wiederkriegen, so auf die Shimura und sowas, legendäres Schiff und sowas. Haben wir sie so ein bisschen gedrängt und sie war nachher froh mit der Entscheidung. Sie hat uns ja auch so ein Video geschickt, wo sie froh war. Das sieht man, glaube ich, in Dead Space 1 sogar, ne? War es in 1? In 2, ganz am Anfang, glaube ich sogar, wa? Chemical Reset Labor. Ich glaube, in Dead Space 2 sieht man das sogar am Anfang, wie froh sie darüber war. Was zum Teufel? Hat da jemand geplasmakattert? Ist hier noch einer?
Was soll das? Hier kann ich nicht lang. Doch, kann ich. Das hat sich angehört, als hätte hier einer geplasma-cuttert. Aber wer kann das denn noch, außer ich? Wir sind ja keine anderen Leute mehr drauf, oder? Das wäre noch seltsamer. Wenn man sich gerade in diese Apokalypse hierhin zurückzieht. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Hier kann man diese Dinger hin und her schieben, ne? Das geht immer noch. Alter. Okay, wenn da hinten jetzt nichts rauskommt, dann bin ich enttäuscht. Aber wahrscheinlich passiert es hinter meinem Rücken, kommt da was raus. So. Okay, kommt nichts raus. Ist aber seltsam. Sieht sehr offensichtlich aus, nach böse. Ich finde es gemein, dass... oh Gott, was passiert denn da? Ist da der Imperator? Sieht genauso aus, ey. Mit seinen Strahlen aus Star Wars. Dass Ellie einfach den leichten Ausweg genommen hat. Nicole den leichten Ausweg genommen hat und sich umgebracht hat. Ist ganz schön gemein für Isaac. Der leidet da richtig krass drunter. Ich meine, dass er darunter leidet, ist halt das Einfluss des Markers, ne? Und der Marker ist halt in Form von von Nicole da. Ist echt gemein von den. Kam da hier einer raus? Ne. Hä? Wo kam denn jetzt einer? Money. Ich hab da was gehört. Da ist einer. Oh. Der ist sogar schwarz. Okay. Ich würde sagen, das ist ein schönes Bild. Damit beenden wir mal die Folge. Ja, eine Folge hat die Session noch. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.